Bauer und Bundobmann Jakob Auer wird jetzt kontern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde vielleicht ein bisschen versuchen, zur Aufklärung beizutragen. Denn was hier manches geboten wird, da kann ich nur sagen, im Zusammenhang mit dem Nachlass der Sozialversicherung, wenn die Sonne des Wissens so niedrig steht, dann wird es wirklich bedauerlich. Meine Damen und Herren, wenn nämlich im vierten Quartal ein Beitragsrabatt fixiert wird von 53%, so ist das über das Jahr betrachtet ein Nachlass von genau 13%. Und warum ist das richtig und notwendig? Die Sozialversicherung der Landwirtschaft oder der Bauern ist die einzige Sozialversicherung, bei der die Beiträge nicht vom konkreten Erwerbseinkommen abhängen. Wenn ein Gewerbetreibender oder ein Angestellter in einem Jahr weniger verdient, sinken automatisch seine Beiträge, Herr Kollege Loacker. Bei den Bauern ist das nämlich anders. Die Beiträge hängen nämlich vom Versicherungswert ab. Und das ist ein Wert, der im Durchschnitt der Jahre im Großen und Ganzen den Verdienstmöglichkeiten entspricht. Ein Jahr ist etwas besser, ein Jahr ist etwas schlechter. Damit haben wir zu leben lernen müssen. Das ist einmal so in der Landwirtschaft. Dass die Jahre 2015 und 2016 besonders schlechte Jahre waren, ich brauche nur zurückerinnern, massive Frost- und Wetterschäden, Russland-Sanktionen, Preisverfall in vielen Bereichen. Daher sind in manchen Bereichen die Einkommen bis zu 40% zurückgegangen. Da wäre es absolut ungerecht, dieselben Beiträge wie in einem normalen Jahr zahlen zu müssen. Das würde niemand verstehen und niemand, kein Gewerbetreibender und kein Angestellter würde sich bieten lassen, wenn sein Einkommen um so viel sinkt, dass er die gleichen Beiträge wie ein Jahr vorher zu zahlen hätte, meine Damen und Herren. Und daher ist es nur fair und gerecht, wenn die Beiträge in diesem Quartal um 13% oder im Schnitt um 13% und fürs Quartal 53% sinken. Warum gibt es keine soziale Staffelung? Wird sehr oft mokiert. Größere, und das ist gleich beantwortet im europäischen Vergleich, ohnehin kleine Betriebe hatten größere Einkommensverluste. Das betrifft natürlich besonders die Vollerwerbsbauern. Vollerwerbsbauern haben kein Nebeneinkommen, keine Mindestsicherung und Arbeitslosengeld gibt es auch nicht. Daher braucht es auch für diese Betriebe einen Nachlass bei den Beiträgen, weil wir nicht wollen, dass noch mehr aufgeben. Ein Vergleich. Auch die Kurzarbeitszeitbeihilfen werden zur Überbrückung einer Krise ohne Unterschied der Betriebsgröße ausbezahlt, wenn das notwendig ist, damit das Unternehmen nicht zusperren muss und damit die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Ähnlich ist es bei den Investitionsprämien oder beim Dienstgeberzuschuss zur Alterszeit. Da gibt es auch keine soziale Staffelung nach Betriebsgröße. Und die Finanzierung aus den Rücklagen wird immer kritisch vermerkt. Sie erfolgt aus den Rücklagen der Krankenversicherung der Bauern, weil hier immer sparsam gewirtschaftet wurde. Und wenn jetzt jemand sagt, diese Rücklagen kommen ja nur zustande, weil aus der Pensionsversicherung so hohe Beiträge in die Krankenversicherung gezahlt wurden, höher als bei anderen Berufsgruppen. Diese höheren Überweisungen, Herr Kollege Loacker, juristisch, Hebesatz zum KV-Beitrag, der Pensionisten ist deshalb notwendig, weil die Bauern so niedrige Pensionen als Beitragsgrundlage haben. Die niedrigsten überhaupt. Aus den niedrigen Beiträgen müssen aber die gleichen Leistungen finanziert werden. Deshalb die höheren Zahlungen für die Krankenversicherung der Bauernpensionisten. Und wenn Sie sich schon mokieren, wie im Ausschuss, die Höhe des Pensionszuschusses aus dem Budget, die Steuermittel. Der Zuschuss aus dem Budget zu den Bauernpensionen ist der höchste überhaupt. Stimmt beinahe. Er ist nämlich genauso hoch wie bei der Versicherung der Eisenbahner und im Bergbau. Meine Damen und Herren, dort sind die Pensionen aber doppelt so hoch wie bei den Bauern, damit das auch einmal klargestellt wird. Und der notwendige Zuschuss zu den Pensionen hat bei beiden Berufsgruppen den gleichen Grund. Die Zahl der aktiven Erwerbstätigen wird immer kleiner. Die Zahl der Pensionisten steigt, ein Strukturproblem, zu dem fairerweise der Staat beiträgt. Und ich hoffe, dass dieser soziale Aspekt auch bei Ihnen, bei aller kritischen Bewertung, ein bisschen Gehör finden kann. Ich bedauere, ich sage ganz offen, dass es nicht möglich ist, jenen Bäuerinnen, die 30 Jahre lang gearbeitet haben und nicht die Chance hatten, Versicherungsseiten zu erwerben, dass die bei der Erhöhung der Ausgleichszulage ausgeschlossen sind. Ich hoffe, Herr Bundesminister, unter dem Aspekt sozial, fair und gerecht werden wir in der kommenden Zeit
Zeit nachzudenken haben. Beim Sozialversicherungsrabatt gibt es deshalb keine soziale Staffelung, weil größere Bauern einerseits keine Nebenerwerbseinkommen haben und andererseits aufgrund der schlechten Bedingungen der letzten Jahre besonders hohe Verluste erlitten hatten, sagte Jakob Auer, der Bauernbundobmann.